Was mir richtig stark aufgefallen ist in der letzten Zeit, wo ich jetzt Survival Games gespielt habe oder auch Quick Survival Games oder wie auch immer, das sogenannte Abstauben. So, Freunde und Damen, herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Survival Games. Oh, Alter. Shit. Das war schon wieder ein gammeliger Start. Okay, ich hab immer schon mal Essen bekommen. Ich kann bei dieser Map hier überhaupt nicht starten irgendwie. Warum, weiß ich auch nicht. Das kriege ich hier bei der Map irgendwie nicht hin. Dann machen wir nochmal kurz. Gucken wir mal kurz alles durch, ob ich noch irgendwo was finde. Aber das sieht nicht ganz gut so nach aus. Nee, gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie wegkomme. Da liegen noch Sachen. Ach, rohes Hühnchen. Rohes Hühnchen. Wo ist ein anderes Stück Fleisch denn hin? Hatte ich nicht eben noch ein anderes Stück Fleisch? Ich hätte doch eben noch 5 von den anderen Dingern da gehabt. Okay, mal gucken, ob wir nicht verfolgt werden und so. Ach, Alter, komm mal rauf da jetzt. Und zwar wollte ich mich auch eine kleine Sache ansprechen. Und zwar... Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Und tötet mich jetzt irgendwie von hinten. Das wäre nämlich wieder richtig mies. Das würde mal zum Thema passen. Und zwar habe ich mich heute... Was ich wirklich in letzter Zeit richtig... Oder was mir richtig stark aufgefallen ist in der letzten Zeit, wo ich jetzt Survival Games gespielt habe. Oder auch Quick Survival Games oder wie auch immer. Das sogenannte... Abstauben, was mir da aufgefallen ist. Und zwar, dass man immer die Leute, wenn du jemanden bist gerade dabei, jemanden zu killen oder so. Und plötzlich hast du eine Person hinter dir, die dich einfach mal von hinten killt. Während du natürlich kaum noch Leben hast, weil du gerade irgendwie in dem Kampf warst und dadurch natürlich jede Menge Leben gezogen bekommen hast, wenn du nicht ganz so gut bist. Und dann die Leute, die dann von hinten kommen und einen direkt töten. Die sogenannte Abstauben, wie man es auch hier bezeichnen mag. Und das ist mir relativ, oder das ist mir richtig oft aufgefallen letzte Zeit. Vor allem den einen Tag, wo ich abends relativ viel gespielt habe. Oder was heißt abends? Es ging schon in die Nacht über. Und da ist mir das richtig extrem aufgefallen, wie viele Leute da einfach mal am Abstauben sind. Wie du einfach, dann hast du auch einfach diese Chance nicht zu spielen. Und du hast auch diese Chance natürlich nicht gegen sowas dann zu gewinnen, ne? Okay, da hat auch nur eine Angel. Doch keine Angel gehabt. Ach, Alter, ich dachte, der hat eine Angel gehabt. Komm, gehen wir gleich in die nächste Runde rein. Und ich habe das, wie gesagt, das war jetzt nicht ganz normal, das war nicht Schlimmes jetzt. Aber ich habe das die anderen Male richtig oft gehabt, dass ich da wirklich komplett abgestorben wurde. Wie gesagt, immer von hinten. Ich weiß, ihr werdet das mit Sicherheit kennen. Ihr werdet mit Sicherheit diese Art von Killen, sage ich jetzt mal einfach, werdet ihr mit Sicherheit kennen. Und das ist mir, was ich in letzter Zeit, ist mir das irgendwie komplett extrem aufgefallen. Ich weiß nicht wieso und ich weiß auch nicht, wieso das immer so stark zugenommen hat, aber ich habe das sonst, ehrlich gesagt, muss ich zugeben, sonst nicht gehabt, dass es so extrem ist. Was mir auch aufgefallen ist, kann man aber, ehrlich gesagt, als kleinen Trick zählen. Und zwar, wenn du irgendwie zu einem Spieler hinrennst oder hinter dir ist zum Beispiel ein Spieler und du guckst nach hinten und der Spieler hat sozusagen keine Rüstung und so und hat auch keine Waffe oder so in der Hand. Und sobald du jetzt denkst, weil du selber eine Waffe hast, dann denkst du so, ja okay, dann renne ich jetzt zurück und werde ihn angreifen. Ja, Pech gehabt. Dann rennt ihr zurück und zack, derjenige zückt mit einmal sein Eisenschwert. Und das ist auch so ein Punkt, was mir aufgefallen ist, dass es mittlerweile richtig viele machen, ist, dass sie erst die Waffe ziehen, wenn sie wirklich in deiner Nähe komplett sind, sodass du dann wirklich keine Chance hast, da irgendwie einzugreifen und weil du irgendwie eine schlechtere Waffe oder so hast als die. Das ist mir auch, ich weiß nicht, woher das kommt, wer diese Welle ausgelöst hat, aber das ist auch extrem geworden. Das habe ich auch sonst nicht gehabt. Also das sind so Sachen, so Abstauben und immer erst so als, ich meine, gut, man kann es als Trick zählen, das ist klar, das ist ja nichts Fieses sagen, nur Fieses schon, aber es ist durchaus nichts Außergewöhnliches, nichts Unnormales, aber das sind so Sachen, die so richtig blöde sind, irgendwie sagen wir so. Und ich bin jetzt auch eben gestorben, weil ich eben Inventar wieder geöffnet habe, statt mein Schwert zu zücken. Fand ich natürlich auch ganz toll. Und das sind so Sachen, die mir richtig extrem jetzt aufgefallen sind. Also einmal dieses Abstauben, was ich ja nicht so extrem toll finden muss, weil man hat einfach die Chance, dann nicht normal zu spielen, finde ich mal. Und vor allem gerade bei Quick Survival Games, wo es ja wirklich um Schnelligkeit geht, wie es ja halt auf der Spielmodus schon sagt, hat man die Chance, erst recht nicht dann so noch irgendwie zu wehren. Wenn man immer von hinten dann, während man gerade in einem Kampf ist und gerade jemand anderen getötet hat und man dann direkt von hinten wieder genommen wird, dann hat man einfach die Möglichkeit nicht, da irgendwie noch irgendwas zu reißen. Und dieses andere mit diesem kurz davor noch dieses Schwert zücken,
Ich weiß nicht, wer das angefangen hat, aber das hat sich auch mal einmal wie so eine Welle ausgebreitet. Mit einmal macht das irgendwie jeder, habe ich das Gefühl. Ich selber mache das nicht so, weil ich immer Schiss haben würde, dass ich das nicht. Hier, Mann, immer abstaube, wird schon im Chat geschrieben. Ich selber mache das nicht so, weil ich selber immer Angst haben muss, dass ich dann verkacke. Nichts bekommen jetzt hier. Da sind noch Äpfel drin. Die können wir uns noch mitnehmen. Ach, einen Bogen habe ich auch gerade noch aufgenommen. Wo ich denn den plötzlich hier bekomme. Und das sind so Sachen, die mir wirklich aufgefallen sind mittlerweile, seitdem ich schon die ganzen letzten Tage jetzt gespielt habe. Machen wir Team? Nee, Team ist hier verboten, Kollege. Na gut, dann wollen wir uns mal beeilen und hier mal kurz noch eine Kiste suchen. Und das war eigentlich das, was ich jetzt mal ansprechen wollte. Einmal dieses Abstauben und einmal dieses extreme, sozusagen, Waffe zücken, wenn man gerade, man kurz davor ist und man denkt, der hat gar keine Waffe. So, lauf. Muss schon wieder was essen jetzt. So, dann machen wir es kurz mit der Axt, so und so. Und dann können wir uns, glaube ich, gleich den nächsten vielleicht mal schnappen, wenn wir hier in der Nähe sind. Irgendwo waren ja hier welche hochgerannt. Zwei waren vorhin da eben hochgerannt, habe ich genau gesehen gehabt. Aber frage ich jetzt, wo sind sie hin? Ne, das wollte ich auf jeden Fall euch erstmal so sagen. Und ich denke mal, ihr kennt genau diese Situation, ihr kennt die Situation des Abstaubens, ihr werdet mit Sicherheit auch die Situation kennen, dass Spieler erst kurz bevor man sich trifft, sozusagen ihre Waffe zücken und man dann voll komplett zusammengeklatscht wird. Oh. Und das mache ich komischerweise nicht, weil ich, wie gesagt, die zu große Angst hätte, dass ich es irgendwie nicht rechtzeitig schaffe, dann wieder, entweder hinzuscrollen, weil ich das meistens über Scrollen mache und nicht über den Hotkey. Sprich nicht über die Tasten 1, 2 und so weiter. Okay, das ist eine gute Waffe wahrscheinlich. Der hat doch nichts gehabt. Alter, ich hätte jetzt gedacht, doch, der hat doch eine gute Waffe gehabt. Ja. Er hat ein Eisenschwert gehabt. Aber er hat es nicht benutzt gehabt. Das war jetzt gerade so in unserem Vorteil. Da ist sogar noch ein Feuerzeug mit drin. Da haben wir wieder richtig Schwein gehabt. Normalerweise wären wir jetzt ein bisschen langsamer gewesen, dann hätte er wahrscheinlich ruckzuck. Oh. Der legt uns gleich klein. Der zerlegt uns gleich. Vor allem kommen da hinten jetzt noch zwei. Die wahrscheinlich genau hinter uns bleiben werden jetzt. Und die Taktik des Abstaubens nutzen. Oh shit. Oh, hab ich gerade Schiss hier. Kann ich gerade nicht nach hinten gucken. Ah, oh, ist gut, ist keiner da. Wunderbar. Ja, okay, dann soll der laufen. Da macht jetzt auch nichts. Aber ich bin froh, dass ich erstmal weggekommen bin. Jetzt kann ich den natürlich noch ein bisschen. Normalerweise, das ist ja das nächste, was nervt, dieses Targeten, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich lasse ihn einfach jetzt mal, weil es nichts bringt, da jetzt noch hinterher zu rennen. So, ich kann mal kurz gucken, mein Inventar noch ein bisschen. Aber da ist alles wunderbar drin. Okay. Also hätte ich nicht gerechnet, dass wir den jetzt kriegen, weil normalerweise kann man bei mir sowas einfach nicht erwarten. Eine Doppelkiste und ist nichts drin. Oder war es nur eine Kiste? Ne, es war eine Kiste. Manchmal zählt sowas auch als Doppelkiste, da muss man mal aufpassen, aber manchmal dann doch wieder nicht. Hab ich eigentlich einen Kompass oder so? Ne. Ach, Mensch. TNT habe ich auch nicht. Kuchen habe ich immer noch. Einmal noch den Kuchen, immer noch die andere Art von Kuchen. Ist ja keiner mehr, der sich hier versteckt. Da hinten ist der andere, der rennt noch weg. Ich weiß nicht, ist das der gewesen? Den wir da vorhin hinterher gerannt sind. Vor allem rennen jetzt wieder alle zur Mitte zurück. Was heißt zur Mitte zurück? Sie rennen jetzt wieder. Oh, hätte ich mal nicht machen sollen. War jetzt auch nicht bekloppt von mir, das zu machen. Oh shit. Ja, da kommt natürlich wieder. Das ist nämlich genau das beste Beispiel, was ich meine. Man ist im Kampf drin und man wird von hinten natürlich wieder getötet. Das ist genau das, was ich meine. Ist genau dieser Punkt. Wer hat mich da nicht jetzt getötet gehabt? Herzchens. Ne, da habe ich getötet gehabt und ich wurde von Itzverium getötet. Ja, das ist aber wieder genau dieses. Das ist genau so ein kleines Beispiel gewesen, was ich die ganze Zeit meine mit diesem Abstauben. Das hat man einfach richtig, richtig oft. Hab ich auch ganz oft. Ich mache das. Ich selber passe da mal so ein bisschen auf. Also ich, wenn jetzt zum Beispiel jemanden welche kämpfen, ich komme hier an, dann gehe ich natürlich schon hinterher, aber ich klopfe nicht einfach immer wild drauf hinten drauf, weil ich mich selber drüber aufrege, weil es
Weil wenn man die Chance einfach nicht, die Möglichkeit einfach nicht hat, dann irgendwie noch großartig zu kämpfen. Ich meine, man kriegt dann zwar seine Punkte, aber ich finde es jetzt auch nicht gerade sinnvoll. Weiß ich nicht. Also irgendwie. Aber das war so ein Beispiel, was ich euch auch nochmal zeigen wollte. Und ich denke mal, jetzt wisst ihr, was ich meine. Und ich denke mal, ihr habt das selber schon tausendmal erlebt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall hier in dieser kleinen. Die ersten beiden Runden waren ja relativ verpeilt, aber die zweite Runde hat sich gerade nochmal so ein kleines bisschen deutlich gemacht, was ich meine. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann ganz normal morgen wieder zu Minecraft Wildlife. Danke fürs Zuschauen und tschüss.